Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3. Ja, wie ihr seht, sind wir hier wieder auf einer schönen Landstraße und ich bin bei Opi zu Hause, weil, ja, ich brauchte mal wieder sein Auto. Und ja, nur er weiß halt nicht, was ich mit seinem Auto vorhab. Hier wohnt übrigens Opi. Ja, Opa hat ein bisschen einen Schweinestall rundherum, aber, ja, sieht dort ein bisschen aus, aber das ist halt so. Hier ist übrigens die Hütte, wo ich drin aufgewachsen bin. Hier habe ich mich immer mit meinen Freunden zum Spielen getroffen und das ist halt Opis Volvo. Nur Opi weiß auch nicht, was ich mit seinem Volvo vorhabe. Und ja, ihr seht, schön mit Holzoptik und so. Nur das Einzige ist, ich habe ihn schon ein bisschen modifiziert. Nur der weiß das nicht, weil er ist gerade im Urlaub und hat gesagt, ich darf sein Auto haben. Und ja, dass ich aber sein Volvo so modifiziert habe, von dem kann er, von dem weiß er halt nichts. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns mal ganz schnell so ein bisschen ein Geländerennen. Wo ist denn das eine, was wir da heute gefahren sind? Das Geile ist, war das das hier? Nee. Ja, was heißt heute? Letztens meine ich. Hier, das war es, glaube ich. Genau, hier. Da springen wir mal schnell hin. Denn ich habe nämlich Opis Volvo ein bisschen auf Geländetrim umgebaut. Und zwar auf Wunsch eines Abonnenten. Der hat sich gewünscht, ich soll den Volvo 850R mit den Rallye-Teilen versehen. Das hat er. Er hat das Fahrwerk drin. Er hat die Reifen. Er hat alles, was Offroad angeht, drin. Und halt damit ein bisschen, ja, auf Klasse S1 mit einem rein 6-Zylinder Twin Turbo soll ich mal ein bisschen Spaß haben. Das machen wir auch. Da stellen wir dafür eine neue Meisterschaft und zwar die Retro Saloon. Ja, ich würde schon sagen, wir fahren Retro Saloon. Da haben wir ein bisschen ein größeres Fahrerfeld vor uns. Genau, wir wollen diese Strecke fahren, aber nicht diese hier. Nein, die wollen wir nicht. Da tun wir mal entfernen. Die passt eigentlich recht gut. Und die nehmen wir noch dazu. Genau. Morgen heiter, jawohl, so nehmen wir das. Das ist unsere Meisterschaft, die erstellen wir jetzt mal. Da haben wir schön 19,7 Kilometer. Das dürften wir auch schaffen normalerweise heute. Wenn du je davon geträumt hast, den alten Firmenwagen deines Vaters zu fahren, bist du bei der Retro-Limousinen-Meisterschaft goldrichtig. Es ist der von Opa. Nicht Papa, sondern Opa. Oh Gott, ich kann sich auch nichts merken, wenn ich hier was erzähle. Naja, wir schnappen trotzdem jetzt unseren Volvo mit wunderschöner Holzvertäfelung rundherum. Hoffen wir mal, dass das Ganze halt bleibt. Und fahren jetzt mal so ein bisschen Rallye-mäßig hier das Ganze ab. Da sind andere Geschosse auch mit dabei, wie man sieht. Aber keiner rechnet, dass in Opis Volvo so viel Leistung drin steht, weil der hat über 500 kW und ADV1-Felgen. Und das ist nicht mal ein Auto von Opa. Ich glaube, mit dem rechnen meine Gegner nicht, dass das Ding so gut geht. Ja, mittlerweile schon, aber vorher zumindest nicht. Wie gesagt, der Wagen wurde auf S1 aufgebaut. Und den muss ich halt dann wieder zurückbauen, weil sonst reißt mir Opa den Schädel aus. Er darf auch nichts davon vorne erfahren, also müsste bitte alles still sein, weil. Nee, das geht nicht. Da wäre er komplett enttäuscht von mir, wenn ich sowas mit seinem Auto mache. Ich hoffe mal, er bleibt auch halbwegs ganz. Boah, nee, jetzt ist er schon im Arsch. Ich glaube, ich brauche irgendwie einen neuen und oder so. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, eventuell auch mit dem Preisgeld, was ich hier kriege, könnte sich das alles sogar ausgehen. Ja, jetzt schulde ich ihn sowieso fixen. Nein. Oh, der Wagen ist ja zum Glück nicht teuer, von dem her ist das finanziell auch möglich. Aber erstmal müssen wir die Meisterschaft gewinnen. Ach ja, Opis Volvo, der springt glaube ich auch gern. Hui! Oh, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Naja, aber der Wunsch war geil, also ich weiß gerade leider nicht deinen Namen, aber liebes Film nochmal danke für den Wunsch, also macht richtig Laune. Und ich glaube, die Strecke wird so ein bisschen meine Lieblingsrallye-Etappe werden, weil hört euch die ganze Strecke hier an, das macht einfach nur mega Spaß hier lang zu heizen. Also wir werden auf jeden Fall mit der Gruppe B auch nochmal langfahren.
Oder haben wir die erste Rallye-Etappe abgeschlossen und sind zeitlich gut im Rahmen. Also es passt gut, 2 Minuten 20. Rosberg wird Zweiter. Uhu, im M3. Aber wir wundern uns gerade, keine Horizon Editions sind hier mit dabei. Das ist echt mal selten. Und genau, was ich auch noch vergessen habe, ich habe sogar Forza-Spoilerwerk drauf. Sowohl vorne als auch hinten. Hinten merkt man es nicht mal, weil da einfach nur das Spoiler ein bisschen vergrößert wird, während nicht. So, und da fehlen nur noch 400.000, das heißt, wir machen heute easy die Festival-Erweiterung und fahren da runter. Beziehungsweise wir springen runter mit Schnellreisen und dann erweitern wir es, damit wir es in dieser Folge dann auch noch schaffen. Wir machen jetzt aber auch hier mal eine Schnellreise an dieser Stelle. Und zwar hierhin, weil es ist sowieso egal, es geht nirgendwo zum Anfang des anderen Rennens hin. Dass das ein Weg wäre, von dem her komplett egal. So, dann gehen wir mal hier auf Einrichten, Meisterschaft fortsetzen. So. Dann schauen wir mal, was das Ganze so auf sich hat. Dieses Rennen ist auf jeden Fall in der Nacht, was ich nicht gut finde. Scheiße. Ich glaube, unser Volvo hat auch nicht gerade das beste Licht, wenn man sein Power bedenkt. Da geht es jetzt wenigstens allen gleich. Warte. Wir haben da noch einen sogenannten Fotomodus, den nutzen wir jetzt gleich mal hier. Sieh mal einer an und so schon sind es wieder 5 Wagen mehr. Sieben sogar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und dann fahren wir auch wieder. Ich habe eben so das Gefühl, dass es dieses Mal nicht so schnell zu Ende ist wie vorhin. Ah, und den Weg hier hoch kennen wir schon. Also da sind wir da gerade ausgefahren. Und zwar sind wir da mit dem R8 gesprungen. Und wer da eine geile Challenge haben will, da bin ich mit meinem RS4, den ich mit euch zusammen im Livestream gefahren bin. Mit dem bin ich da auch rausgesprungen, habt ihr nochmal ein bisschen andere Distanz zu bewältigen und auch ein bisschen mehr Leistung auf den Boden zu bringen. Das macht Laune, also ich kann es euch nur empfehlen. Jeder, der da Lust drauf hat, einfach mal schauen. Der geht ziemlich viel quer hier, der Volvo. Die sind wirklich normalerweise kein Rallye-Auto, das ist echt eine Familienkutsche. Aber mit Offroad-Setup lässt er sich schon gut hier im Gelände bewegen. Vor allem um die Kurve schmeißen. Ich drück mich da schon wieder vorbei. So. 15% haben wir noch bei uns. Ah, wir sind die Strecke auch schon mal gefahren. Mit dem Bug ist immer die Gefahr. Da vorne ist schon das Team. Und durch sind wir. Ah, das kennt sich alles noch ganz easy aus heute. So, 2 Minuten 15. Okay, ich hätte gedacht, dass sich das Ganze ein bisschen länger zieht, weil es eben so eine, ja, von der Durchschnittsgeschwindigkeit her eher langsamere Strecke ist. Aber hat mich eines Besseren belehrt. Und Opa wird sich eindeutig nicht freuen, wenn er davon hier nur irgendetwas hört. Komm, ich will die Horizon Edition. Ja, Auto ist schön, aber ich hätte gerne die Horizon Edition gehabt.
So, und jetzt fehlen nur noch 219.000 Fans. Dürfte machbar sein, im letzten Rennen. Weil wir kriegen ja dann auch noch die Fansanzahl für die Meisterschaft. Ich glaube, die Aufstellung kriegt auch das Doppelte und dann haben wir das Ganze schon. So, dann. Und hier ist das Letzte. Das fahren wir jetzt auch noch. Beziehungsweise machen eine Schnellreise dorthin. Weil wir wollen ja heute noch ein bisschen das Ganze vergrößern. So, dann starten wir die Rennveranstaltung. Wir haben es immer noch 12 Uhr mittags, weil die Zeit ja in Forza leider nicht in den Armaturenbrett sich aktualisiert. Bei Forza Motorsport hatten wir das Ganze mal, jetzt ist es nicht mehr so. Aber leider, mit dem müssen wir leben, ist auch eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ich glaube, mit dem kann man gut leben. Ich würde sagen, wir starten jetzt das Ganze. Und dann versuchen wir dann mal vorne mitzumischen. Und vor allem die Meisterschaft jetzt hier endlich klar Schiff zu machen. Alter, das Ding neigt sich bis zum geht nicht mehr. Ah, jetzt geht's in die Griffzone hinein. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier so schnell rum geht. Müsste man ein bisschen anfangen, auf die Karte auch ein bisschen zu achten. Wäre vielleicht ein ganz großer Vorteil. Es geht schon ganz schön gut nach vorne, also Opa, dein Volvo ist nicht schlecht. Zwar klar, wie ich ihn erst umbauen müssen, dass er so gut wird, aber die Grundbasis, die du da in der Garage stehen hattest, ist schon recht ordentlich. Mit 170 Sachen durchs Wasser, hier bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Da kommt sogar der Arsch rum. Der geht echt ganz schön gern quer. Der Kollege hier. Was wärst du hier für eine Kurve? Du hast doch nie im Leben den Checkpoint erreicht, mein lieber Freund. Der Typ kürzt ab, glaube ich bin, und er wird nicht mehr zurückgesetzt. Ich glaube einfach, der wollte mich nur von der Straße abdrängen, damit das eventuell ein Kollege von ihm das Ganze gewinnen kann. Aber da hat er sich in den Finger geschnitten, mein Lieber. Denn das wird ein astreiner Sieg für mir. Und das Fahrwerk ist ja gerade auf Asphalt nicht gerade das Beste. Aber trotzdem, gewonnen. Yes! Heißt Meisterschaftssieg. Jetzt müsste auch, glaube ich, EP-technisch nochmal so ein kleiner Schub kommen. Doch gut, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wo daran ein Problem liegt. Yes, und es geht runter. Ab nach Byron Bay, meine Lieben. Ja klar, ich like das Design, warum auch nicht. Bringt ja dem Ersteller was und mir tut's nicht weh. Hallo Hotshot. Dein offizieller Fanclub passt kaum noch aufs Festival. Zeit für die nächste Erweiterung. Ja, ich würde sagen, die machen wir auch.
10,8 Kilometer, das fahren wir schnell selbst. Wie jetzt? Wartet mal, dass wir jetzt mal hier aus dem Gestrüpp rauskommen. Ja, gleich, der Wagen schwankt hier ein bisschen. Rechts abbiegen. Das ist alles andere als schön um die Kurve fahren, aber wir springen hier einfach mal. Das war eine schlechte Idee. Ah ja, genau, wir fahren jetzt runter in Richtung Kreisverkehr. Ah ja, stimmt, da war ja was. Wir gehen hier irgendwie eine Straße mal runter. Ich hab's nicht mal gemerkt, dass ich dass ich da drüber gefahren bin. Da schluckt das einfach nur, wenn es nichts mehr. Neue persönliche Bestleistung, was mit dem Volvo? Und um 1 km/h zu gehen für 2 Sterne. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Jawohl, erledigt. Nee, du, ich hab auch Vollzeitding drin. Boah, was war da jetzt los? Alter, das Ding sackt schon extrem weit ein, wenn man so schaut beim Springen. Das Ding katapultiert die Karosse nochmal komplett weg vom Boden. Alter Schwede, hupft das Ding. Wenn man keine Checkpoints hat, wird das Ganze eh recht gut durchs Gelände heizen. So, dann bauen wir mal wieder aus hier. Erweitern wir das Ganze. Live-Musik von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Du musst einfach nur fahren. Ich sorge für die richtige Party. Jawohl, weil fahren kann ich am allerbesten. Ja, ich meine, ich kann es besser wie den Rest. Da gibt es wieder ein paar schöne Angebote. Da kann man auch wieder mal sagen, da kauft man sich was. Okay, habe ich. Habe ich nicht, will ich aber auch nicht. Habe ich. Das ist der 458 Speziale, den habe ich nicht. Den brauche ich aber auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich so ein Däumchen nach oben nicht schlecht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn wir wieder mal mit, ja, sei es mit dem Volvo hier oder mit dem Continental, der noch ansteht, ein paar Runden drehen. Kann ich eigentlich irgendwie wieder alle Türen öffnen. Geht das? Nee. Nee, das wollte ich nicht.
Nö, geht irgendwie nicht. Oder ich bin zu blöd dazu. Kann auch sein. Nö, keine Ahnung. Wie sieht's ja eigentlich auf der Rückbank aus? Ich will mich da mal reinsetzen hier. So. Ja, lässt sich aushalten, würde ich mal sagen. Also für damalige Zeiten sicher nicht schlecht. Naja, sei es wie es sei, ich bin an dieser Stelle raus. Ciao.